On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Hallo und happy morning, wieder hier bei Ben Happy Adventskalender. Heute ist Tag Nummer 16. Tag Nummer 16 hat folgenden Spruch: Glück ist, wenn der Verstand tanzt, das Herz atmet und die Augen lieben. Es gibt ja, sag ich mal, so zwei Arten von Glück empfinden oder glücklich sein. Das eine Glück empfinden ist so ein, sag ich mal, ein kurzer Moment, wenn man irgendwas erlebt, das einen glücklich macht, ein Glücksmoment. Im Englischen heißt Pleasure, also das heißt ein gutes Essen, wenn man Sex hat, wenn man sich mit Freunden trifft, irgendwas erfolgreich abgeschlossen hat. Das ist so die eine Art, Glück zu empfinden. Zum anderen eben dieses dauerhafte Glücksgefühl, im Englischen Happiness, ein erfülltes, glückliches Leben zu haben und viele, viele Glücksmomente zu erleben. Ich möchte euch jetzt noch hier vier Grundsätze, sag ich mal, an die Hand geben, die glückliche Menschen von unglücklichen Menschen unterscheidet. Und die lauten wie folgt. Punkt Nummer 1. Glückliche erwarten positive Erlebnisse. Glückliche Menschen erwarten das Positive, und wenn dann dieses Positive auch eintritt, dann schließt sich so wie ein Glückskreis, und dann sind sie bestärkt in dem, was sie denken und fühlen. Und bei unglücklichen Menschen ist es genau umgekehrt. Die legen dann mehr Gewicht auf die schlechten Momente im Leben, und das sollte man eben ändern und eben mehr die positiven Sachen sehen. Dann läuft das Ganze. Punkt Nummer 2. Glückliche Menschen werten negative Sachen anders. Glücklichen Menschen passieren auch schlimme Sachen, nur werten die die Sachen ganz anders. Also wenn ihnen was Schlimmes passiert, sagen die auch, es hätte schlimmer kommen können oder es kann nur noch besser werden. Und eher nicht so glückliche Menschen sehen halt eben, ah, scheiße, schon wieder was Schlechtes passiert, schon wieder mir passiert. Und das ist der große Unterschied zwischen den glücklichen und unglücklichen Menschen. Punkt Nummer 3. Glückliche Menschen erkennen günstige Gelegenheit oder schaffen sie sich selbst. Und zwar eben durch dieses positive Denken und Handeln erschafft sich eben eine glückliche Person Wege, um schneller an ein Ziel zu kommen. Und jemand, der nicht so glücklich ist, der ist halt sehr, sehr damit beschäftigt, sich mit den negativen Sachen zu beschäftigen. Und braucht halt meistens etwas länger dafür. Und Punkt Nummer 4. Glückliche sind entspannter. Und ja, jeder, der entspannt ist, sieht auch viel mehr in dem, was uns passiert. Und somit auch die günstigen Situationen, die sich einem bieten. Wenn man eher unentspannt durchs Leben geht, ist man eben sehr, sehr beschäftigt mit der ganzen Geschichte, sich da über Sachen aufzuregen. Und hat somit keine Zeit mehr für die tollen Dinge im Leben. So, das waren die vier Sachen, die ich euch noch mit an die Hand geben möchte. Ich schreibe sie auch nochmal unten hin. Ihr könnt sie auch gerne nochmal auf meinem Profil nachlesen. Und in diesem Sinne sage ich ciao, ciao.